Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ich freue mich, es geht weiter. Wir sind hier bei dem Tempel angelangt und ja, wahrscheinlich kommt da noch viel, viel mehr, aber Lara ist jetzt schon ziemlich weit gekommen. Das Grab des Propheten. Gehen Sie bis zur obersten Etage der Hauptgrabkammer. Okay, dann wollen wir das mal versuchen. Und wie immer schaue ich mich erstmal noch ein bisschen hier um. Schneller schwimmen. Okay, wir können auch schneller schwimmen. Können wir auch tauchen? Weiß ich gar nicht. Drücken Sie es, aktivieren Sie den Überlebensinstinkt. Ich muss irgendwie weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen. So, das kennen wir ja schon aus dem anderen Spiel. Alles, was hell ist, ist wichtig. Hier können wir wieder was einkloppen. Und damit können wir wahrscheinlich den Wasserstand erhöhen, damit wir dann diese Platte kommen. Super. Das geht ja immer schnell hier mit dem Wasserstand erhöhen, ne? Muss mal eben fix hier ein bisschen eben mal eben so eine Wasserwand einhauen. So. Ich habe das schon verstanden. Ich soll da rüber, ne? Ja, ja. Und was habe ich jetzt geschafft dadurch? Warum geht das Wasser jetzt noch höher? Wodurch? Jetzt schließt sich hier direkt die Schleuse. Aber warum? Nur weil ich auf der Platte stand? Achso, das hat wahrscheinlich so eine Wasserluke geöffnet, nehme ich mal an. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich nichts übersehen habe. Warte, bleib mal noch da unten. Gucken nochmal hier. Überall rumgucken. Da, da haben wir was gefunden. Noch ein religiöses Symbol. Aber das hier ist simpel und handgemacht. Der Prophet muss Anhänger in allen Schichten gehabt haben. Ich finde das so toll. Das ist jetzt wieder so, wie im Tomb Raider 2013 weitergeht, wenn wir uns die Sachen anschauen können. Und man das so richtig, ja, weiß ich nicht, so richtig so ein Survival-Spiel irgendwie. Holzkreuz, aber so halt mit diesem ganzen Adventure-Feeling. Sachen entdecken und so. Toll. Bestimmt gibt es hier noch mehr. Das war schon mal gut, dass ich hier in die Ecke gegangen bin. Können wir tauchen? Ich weiß nicht, ob wir tauchen können. Ist da oben noch was? Und kommt man da oben hin? Geht da nicht. Diese Spinnenweben. Ich habe mich voll erschrocken. Ich denke, was ist das denn? So, als ob hier jetzt so voll die Schlange im Wasser wäre. Aber es wäre ja auch nicht ungewöhnlich. Cool, was haben wir hier noch? Noch irgendwie so ein... Ja, Erfahrungspunkte kriegen wir hier. Okay. Das ist auch so ein bisschen unheimlich hier gerade. Unheimlich und cool zugleich. Hier haben wir noch mehr Erfahrungspunkte. Sobald es dunkel wird, erleuchtet sie das. Kann man das abschießen? Sieht so aus, als kann man das abschießen. Kann man? Ich mach einfach mal. Nee. Lieber mal ein bisschen Muni sparen. Wobei, Pistolen, hat sie da nicht sogar ewig Schuss? Ich weiß es gar nicht genau. Und das sieht aus, als könnten wir hier hinspringen, genau. Oh oh. Stachelfalle.
drin. Na gut. Dann kletter ich einfach mal weiter, obwohl es dann noch so eine Leiterstelle gab, wo ich am Anfang hochgeklettert bin und es gelassen habe. Ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt nichts... Da, die meinte ich. Da. Wenn ich jetzt da hingeklettert wäre, wo wäre ich dann gewesen? Ich nehme das so ein bisschen... Ich zoome mal dadurch ran. Wäre da was gewesen? Ja, da ganz, ganz hochklettern. Hm, das will ich nicht verpassen. Ich gehe nochmal zurück. Oh, festhalten. Nein. Aber dann bin ich doch hier drin. Aber kann ich noch höher? Komme ich hier wieder zurück? So. Und von hier aus jetzt da oben hin? Geht das nicht? Hangel dich da mal. Da war doch irgendwie so eine Statue oder so. Da würde ich gerne mal hin. Aber anscheinend habe ich mich verguckt. Aber das ist doch die Stelle mit der Leiter, oder? Lass dich mal fallen, damit ich das sehen kann. Nö, ist es gar nicht. Ist sie auf der anderen Seite? Jetzt bin ich verwirrt. Wo ist sie denn gewesen? Die war doch da, oder nicht? Doch, wenn man da unten hoch. Und hier ist wieder so ein Ding. Guck mal, die kann man doch. Die kann man doch abschießen. Hängt sie höher? Ja, 1 von 7. Und ich hatte aber schon 1 gesehen. Und wahrscheinlich nicht richtig abgeschossen. Schweinebacken. Jetzt muss ich da nochmal zurück. Geht nicht anders. Das will ich jetzt machen. Wenn schon, denn schon. Und ich habe es ja schon entdeckt gehabt. Dann ist es umso ärgerlicher. Hier, die da. Jawohl. Okay. Ja. Aber wunderlich für mich irgendwie, dass man trotzdem hier nicht... Lass ihn mal fallen. War da noch eine Tonne? Ich werde schon gaga hier. Ich fange jetzt schon an, irgendwelche Sachen zu sehen, die nicht da sind. Doch, da oben. Da ist sie doch. Und noch was. Jawoll. Ja, da hat sich das Zurückkommen doch noch gelohnt. Okay. Und wo ist jetzt die verrückte Leiter, die ich scheinbar, weiß ich auch nicht, suche und suche. Noch was. Hey, ich habe ja richtig Glück hier an der Stelle. Gut, okay. Und jetzt sehe ich nur noch Sachen auf dem Boden und in den Ecken und überall. Und ja, ich sehe das schon kommen. Ah. Okay, man kann hier mehr finden, als ich dachte. Wäre ich jetzt da oben einfach weitergegangen, hätte ich den ganzen Krempel gar nicht gefunden. Wahnsinn. Was man jetzt hier doch alles findet. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Ja. Gut. Was Sie sagen, ist unmöglich. Ja, okay. Das brauche ich ja nicht nochmal vorlesen. Dann. Gut. Jetzt habe ich das Problem, dass ich Angst habe, dass ich hier irgendwas noch übersehen habe. Aber ich glaube, wir haben schon ganz viel hier gefunden. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, den Weg wieder zurückzufinden, wo ich gerade eben war. Bleib mal schön da oben. Nein, nein. Oh. Und gerade noch sowas gefunden, echt. Das kriegen wir aber nochmal hin. Das ist aber nicht die Stelle, sondern die. Die will ich. Orientierungssinn. Lässt grüßen. Komm. Und jetzt stehen bleiben. Ey.
Entschuldigung. Ja, ich mach's nicht mit Absicht. Es passiert halt. Ich lass auch schon früh genug eigentlich los. Aber dann ließ sie ganz los. So, und jetzt hoch. Jetzt aber. Archivarkarte. Archivarkarten enthüllen auf der Karte die Position von Dokumenten, Relikten und Wandgemälden. Aha. So. Und nu? Was habe ich jetzt hier Tolles? Die Spuren und die Reise, Hüter des Landes. Kann man sich die jetzt nochmal anschauen, hier die Sachen? Oder? Als 1000 Tage Dürre das Land plagten, führte der Prophet sein Volk zu den Wassern des Lebens. Warte, man muss sie. Als 1000 Tage Dürre das Land. Gut, ich dachte, man kann das drehen. Der Prophet wurde vom Trinity-Orden auf der Flucht aus Konstantinopel getötet. Seine Anhänger entkamen und brachten seine Leiche zur Oase. Also man kann sich die Geschichte hier quasi jetzt nochmal anhören. Und mehr wahrscheinlich auch noch. Aber da ich jetzt hier schon lange genug rumgehangen habe, werde ich jetzt wirklich mal versuchen, wieder zurückzugehen. Ich freue mich aber, dass ich hier und da runtergefallen bin, weil sonst hätte ich den ganzen Kram hier gar nicht gefunden. Manchmal ist es also auch gut, wenn was schief geht. So, und außerdem kommen die anderen bald. Wir müssen uns ja beeilen. So. Ich glaube, wir haben dann alles. Die Dinger haben wir da auch runtergeholt. Was ist mit diesem Konstrukt hier? Oh, direkt über uns. Ist ja auch so ein Teil. Moment mal. Na, komm her. Oh. Also. Das waren aber 3 von 7. Ich frage mich, wie viele wir schon unterwegs jetzt übersehen haben. Weil ich habe jetzt kaum immer so nach oben geguckt und nach diesen Dingern gesucht. Und wie gesagt, von hier aus sah das so aus, als ob man da bis ganz nach oben noch hin kann. Die Frage ist, ob ich mich trauen sollte, mich an so ein Seil rüber zu schwingen. Aber ich will da oben hin. Tja, ich gehe jetzt erstmal in den Gang rein. Oh oh. Oh oh. Hey, es gehört dazu, Leute. Wir müssen auch mal sehen, wie sie stirbt. Was? Hallo? Mhm. Wir sehen wieder mal in diesem Let's Play die verschiedenen Todesarten von Lara Croft. Ich sehe das schon kommen. Warte, da noch was geleuchtet hier? Vielleicht komme ich ja noch von der anderen Seite darüber, da wo ich hin wollte. Es kann ja sein, dass ich. Kann ja sein. Mein Herr, ich führe eine kleine Armee an. Treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen. Aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen. Und es wird endlich ein Grab werden. Hm. Klingt schon wieder alles sehr ungerecht. Aber noch haben wir keine Ahnung, was kommt. Oh. Weiß nicht, ob das doof war. Genau das habe ich mich gerade gefragt. Wenn ich jetzt hier runtergegangen wäre, hätte ich dann was gefunden.
Der Überlebensinstinkt zeigt mir wahrscheinlich eh nur die Plattform. Das Wasser muss steigen. Plattform an. Ja, ja, ich weiß. Und wahrscheinlich, ja. Ich wollte nur wissen, ob wir was übersehen haben, bevor ich das Wasser so schnell steigen lasse, aber hier ist ja eh nur Wasser, finden wir nichts. Also müssen wir auf die Plattform und dann irgendwie schnell rüber, ne? Ja. Super. Ah, sorry. Das Spiel ist irgendwie abgestürzt. Kann ja mal passieren. Oh, oh, da hinten sehe ich noch so ein Ding. Wie heißen die denn nochmal? Ich weiß es nicht, aber ich will es treffen. Und sie kann es wahrscheinlich nicht, weil es auf der anderen Seite ist, ne? Oh, ihr Schweinebacken, ey. Macht das einfach kaputt. Scheiße, aber es wird auch gar nicht rot. Ach, schade, schade, schade. Das Wasser muss steigen. Das wissen wir. Und hier sind noch die Münzen. Münzis, Münzis. So, ja. Da. Da ist noch so eine Lampe. Toll, 4 von 7. Ja, das ist ja schön. Ich versuche jetzt darauf zu achten. Und jetzt wollen wir die Wand nochmal einschlagen. So, jetzt ist es aber irgendwie auch nur so ein bisschen gestiegen. Reicht das denn schon? Reicht das denn schon? Wo kommt das ganze Wasser eigentlich immer her? Hm. Weiß nicht, ob das reicht. Kann ich denn wieder zurück? Vielleicht kann ich die Plattform lösen. Ja, das ist natürlich auch eine Idee. Genau. Und kannst du jetzt das Ding hier abschießen? Du bist doch jetzt quasi... Nee, aber ich weiß auch gar nicht, ob das so eins ist zum Abschießen. Ja, jetzt bin ich hier oben und jetzt kann ich mich da oben ranhängen oder... Jawohl. Macht aber auch immer Sachen. Gefunden. Und hier wollte ich hin. Oder war das hier? Ist ja auch egal. Sprengsätze legen. Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen.
vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Tomb Raider, falls ihr nicht stirbt. Genau das wollte ich damit gerade sagen. Aber wir sehen uns trotzdem im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Bis dann!